In ganz Niederösterreich gibt es jetzt Bälle aller Art. Jung und alt unterhalten sich bestens. Es wird getanzt, geplaudert, geflirtet, getrunken und gegessen. Toll war die Stimmung auch beim Stadtball in Ebenfurt. Eröffnet wurde der Ball mit einer anmutigen, aufwendigen Polonaise. Dass alles gut geklappt hat. Kein Paar ist krank geworden, alle sind gut angetreten und es ist sehr schön gelungen. Wie schwierig ist es denn, so etwas zu organisieren? Heutzutage wird es immer schwieriger, die Jugendlichen für so gesellschaftliche Ereignisse zu begeistern. Ich gebe aber nicht auf, ich versuche jedes Jahr immer wieder neue Jugendliche zu motivieren. Mehr als 250 Personen kamen, um zu feiern. Ein Fest, das die Stadt schon über 50 Mal veranstaltet hat. Es ist eigentlich, sagen wir mal, schon ein eingespieltes Team. Wir haben das ja doch jedes Jahr immer wieder. Es sind so immer wieder ein paar kleine Problemchen, die man immer wieder ausmerzen muss. Ist aber insofern nicht so schwierig, weil wir ja doch rechtzeitig schon beginnen. Vorbereitungen laufen dann so circa ab Oktober vom Vorjahr, kann man sagen, wo wir schon beginnen mit den Vorbereitungen. Man traf Leute, die man schon lange nicht gesehen hat, und neue Kontakte wurden geknüpft. Es ist wichtig, dass die Menschen sich treffen, dass sie zusammenkommen, ganz egal, ob es beim Heugen ist, ob es auf irgendeiner Veranstaltung ist, von der Feuerwehr oder eben mit der Stadtball. Es bleibt sich völlig egal, die Menschen müssen miteinander reden, dann funktioniert erst wieder die Welt. Es sind viele Leute auf der Tanzfläche, es macht einfach Spaß. Eine gute Gelegenheit, um wieder einmal elegant auszugehen. Die Damen bezauberten mit tollen Kleidern, Make-up und aufwendigen Frisuren. Aber auch die Herren waren schick, denn schwarz macht ja bekanntlich schlank. Ein toller Ball, der schon jetzt Lust aufs nächste Jahr macht.